Gut. Reden wir mal über deine Steckbriefe. Okay, die Sache ist die. Ich habe die ehemaligen Jungs von Jacksons Bande aus den Augen verloren. Sie haben sich ihre eigenen kleinen Grüppchen von Ganoven gesucht, mit denen sie umherziehen. Ich fürchte, Mason, Bombi und Jackson selbst sind nicht so einfach zu finden. Was ich sicher weiß, ist, dass Leo in der Wüste geblieben ist. Wenn du willst, dann kann ich dir zeigen, wo genau. Sag mir einfach, wenn du bereit dazu bist, dann bringe ich uns hin. Oh, ich glaube, ich weiß, dass sie genau hier oben irgendwo sind. Dieses Lager vielleicht. Aber wir gehen zu den Klerikern weiter übrigens. Hallo. Wir gehen zu den Klerikern weiter und dann wird unsere Hauptmission sein, uns endlich Rüstung zu holen, damit ich nicht so arg auf die Fresse bekomme. Hui. Blöd, dumm, Blut. Ich werde entweder mich den Berserkern anschließen, was ich eigentlich vorgehabt habe. Oder wenn sie mich nicht lassen, einfach den Outridern. Outridern? Oh, zu viel Outriders gespielt. Den Outridern würde ich mich auch. Oh! Komm schon, Drohne. Drohne? Wirklich nutzlos? Okay. Ja, ich bin noch immer nutzlos. Gute Arbeit, Drohne. Was macht die Drohne? Macht die gar nichts? Ist die wie ein Pokémon, das so hoch gelevelt ist für mich? Was macht die Drohne? Okay. Guter Anfang. Was machst du, Drohne? Das ist schon das zweite Mal, dass ich dich nur rumsitzen sehe. Was machst du? Soll ich dich gleich verkaufen? Oh, okay. Nicht fighten. Bin zu schwach für fighten. Ich könnte eine Granate auf den leeren Kopf werfen. Das könnte mich dorthin bringen, wo ich sein will. Wie kriege ich noch schnell? Das machen wir. Granatenregen. Oh, ich spiele zu viele Spiele gleichzeitig. Wo ist meine Granate? Handgranate. Oh, warum nicht? Den machen wir platt. Macht ihr das? Ja, das macht ihr. Das macht ihr auf jeden Fall. Wo war ich? Was wollte ich sagen? Das Ziel ist nicht so viel zu sterben diesmal. Und ich fange schon gut an damit. Da, die Schulter klopfen wir. Oh, Eile. Die Bastarde. Oh. Dann gehen wir halt nicht mit euch fighten. Sorry, Jungs. Sorry, Jungs, dürft mich diesmal nicht killen. Tut mir leid, bin halt Dreck. Nein, nein! Ich brauche Rüstung. Oh, ich werde diese Session, glaube ich, sowieso nicht lange spielen. Aber meine Webcam, Facecam. Wenn ich könnte, würde ich die Alps hier antanzen lassen und ins Meer treten. Nur müsste ich mir wohl ein zweites Paar Stiefel für das Vorhaben zusammenkratzen. Das ist der Rey Skywalker, den wir kennen. Ist das eine Mine? Ja. Ha! Das ist das Gute, was ich in diesem Brave River abgemacht habe. Oh, wir riskieren es nicht zweimal. Nein, ich könnte Raid drüber schicken. Okay,
Vielleicht sind Minen doch einfacher zu dodgen, als ich gedacht habe. Kann die Muni nicht nehmen? Da wird doch irgendwas sein, was sich auszahlt. Nicht nur Strand. Und Möwen. Irgendwas. Und das für Wassergeräusche. Komm schon, wo ist die legendäre Waffe hier unten? Irgendwas. Oh, ich will nicht umsonst darunter gerannt sein. Big Money. Big Money. Oh, ich bin umsonst runtergerannt. Hier ist gar nichts. Wahrscheinlich ist es genau auf der anderen Seite. Ah! Felix! Oh. Wow. Wow! Da dodgt man Minen für nichts und wieder nichts. Komm schon. Da wird doch irgendwo mal was liegen, was Wert hat. Die Wassergeräusche sind brutalst. Jax setzt Platscher ein. Es war nicht sehr effektiv wie alles andere, was er macht, der Typ. Die Bestie. Sehr verdienter Spitzname. Komm schon. Da wird man einfach mal nicht belohnt, wenn man auf Erkundungstour geht. Blut. Ist das wirklich für nichts hier unten? Gott sei Dank. Da hängt noch etwas dran. Ja, wir lesen es uns durch. Wupp. Oh, vier Häuser. Kenne ich den Ort? Schaut mir bekannt aus. Aber ich glaube, ich werde nicht auf Schatzsuche gehen. Da irre ich wieder im Nichts herum dann. Okay, was wollen die Clerica Bros? Brauche mich nicht reinschleichen, oder? Hm. Wir arbeiten hart für den Herrn. Die Outlaws sind faul und träge. Aber das Menschenmaterial der Wüste ist seit jeher dürftig. Kalan mit dir. Doch bevor du das Wort an mich richtest, will ich von dir wissen, wie du zu den Outlaws stehst. Sie sind mir egal. Dann hast du deine Wahl also noch nicht getroffen. Sehr gut. Aus diesem Grund lade ich dich ein, mein Gast zu sein. Wir Kleriker reichen all jenen die Hand, die ihr Haupt vor Kalan beugen werden. Erinnere dich daran, wenn du deine Entscheidung fällst. Was ist dein Auftrag hier? Auf diesem entlegenen Flecken gibt es jede Menge Rohstoffe, die wir für unsere Schmelzöfen brauchen. Material, das zur Herstellung unserer Kampfmaschinen unerlässlich ist. Warum ausgerechnet hier? Ignadon ist weit weg. Hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, weil der Vorrat an Altmetall groß ist. Und zum anderen, was wir uns aneignen, fällt nicht in die Hände der Outlaws. Das schmälert die Macht ihres sogenannten Dukes und könnte dazu führen, dass sich seine Männer gegen ihn stellen. Ich mag die Kleriker-Rüstung, die ist richtig geil. Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Weil ich mich der Macht Kalans bediene. Ihr Verstand ist schwach, so war es mir ein leichtes, sie zu suggestieren. Sie tun, was ich ihnen sage, und meine Befehle sind eindeutig. Das müssen sie auch sein, sonst verstehen ihre kleinen Hirne meine Anweisungen nicht.
Und wie lange hält das an? Solange ich es will. In ihren Augen bin ich ihr neuer Herr. Du konntest hier jeden ohne Widerstand suggestieren. Es war nicht ganz einfach. Aber ja, meine Erfolgsrate lag bei annähernd 100%. Hört sich für mich so an, als wäre es nicht so reibungslos gelaufen, wie du es mich glauben lassen willst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So ist das nun einmal. Einer aus ihrem Haufen war anscheinend nicht ganz so dumm wie der Rest. Er hat die Flucht dem Widerstand vorgezogen. Und du hast ihn entkommen lassen? Es war nicht geplant, falls du darauf anspielst. Wir haben diesen wilden Haufen in der Nacht überrascht. Aber der Kerl muss uns wohl bemerkt haben. Es wäre zu gefährlich gewesen, ihm nachzustellen. In der Dunkelheit lauern zu viele Gefahren. Außerdem bin ich sicher, dass er mir bald in die Falle läuft. Vor einiger Zeit hat sich jemand an unseren Nahrungsvorräten vergriffen. Es steht außer Frage, dass dieser Feigling der Urheber war. Dabei hat er von mir nichts zu befürchten. Alles, was ich will, ist mein Eigentum zurück. Dein Eigentum? Ja. Neben der Nahrung hat er mich meiner Waffe beraubt. Diese behelfsmäßige Waffe, die ich mit mir führe, ist ein unwürdiger Ersatz. Sorg einfach dafür, dass ich meine Waffe zurückbekomme. Und ich garantiere ihm freies Geleit, wenn er meinen Weg noch einmal kreuzt. Das Problem mit deiner Waffe kann ich lösen. Wenn du sie mir wiederbringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Du hast mein Wort. Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Ich habe ihn auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Das ist auch nicht notwendig. Einen Moment. Weißt du etwa mehr, als ich weiß? Dem Müllbaron ist nicht entgangen, dass die Lieferungen ausbleiben. Unmöglich. Dieses Ungeziefer suhlt sich im Dreck und vergnügt sich mit seinesgleichen. Wie kann er da noch den Überblick behalten? Ich habe die Information aus erster Hand. Nun, dann muss ich unsere Strategie überdenken. Unsere Unternehmung muss geheim bleiben. Ein offener Kampf könnte hohe Verluste an Mensch und Material nach sich ziehen. Darum unterbreite ich dir einen Vorschlag, der einen großen Dienst für die Gemeinschaft der Kleriker darstellt. Was soll ich tun? Ich werde dafür sorgen, dass die Outlaws von Zeit zu Zeit beliefert werden. Gerade so viel, um keinen weiteren Verdacht zu erregen. Du aber wirst ihnen weismachen, dass alles wieder wie gehabt abläuft. Kann ich also auf deine Unterstützung zählen? Ich bin dabei. Gut. Aber geh achtsam voran. Wer weiß, was dir blüht, wenn die Lüge auffliegt. Ja, ich werde versagen. Keine Sorge. Irgendwas anderes Interessantes hier? Irgendeinen Mate suchen, der entkommen ist. Der schwierige Wächter. Waffe, diese hier. Der ist weit weg. Oh je. Da würde ich doch mal sterben auf dem Weg dorthin. Wo wollte ich noch hin? Dann jemand anders zum Reden. Zum Namen? Legat. Du einen Namen. Alles Metall muss nach Ignadon. Okay. Na, wenn du das sagst. Wir haben viele Asseln. Da könnten wir eine Asselsuppe machen. Oder eine Assis-Suppe. Gibt es dann einen besseren Weg rüber? Ich könnte hier rauf teleportieren. Ja. Das schaut besser aus. Das wird ja mein Tod sein. Mein Tod. Okay.
Nur nicht in Gefahren reinlaufen. Ich bin nicht bereit für Gefahren. Hey, eine Ratte. Oh, und ich sterbe schon. Ray, du bist nutzlos. Greife an. Ja, schau. Gute Arbeit, Ray. Oh, wow, Ray. Übertreib's nicht. Sonst werde ich dich noch im Team behalten. Ich weiß, dass sie Fat Outlaws sind oder eher Banditen. Was haben wir hier? Ich werde nicht überrascht, wenn ich den Sprung nicht schaffe. Okay. Wir haben es geschafft. Ist da Mr. Ryder? Da ist Mr. Ryder. Schauen wir noch mal kurz bei ihm vorbei, oder? Schauen wir mal, ob er mit uns jagen gehen will. Ups. Das könnte XP bringen. Mr. Lowrider. Was liegt da? Zeig mir deine Ware. Was brauchst du? Eine Kettensäge. Eine Kettensäge brauche ich. Wirklich? Habe ich es geschafft? Kann ich das nehmen? Kann ich es benutzen? Bin ich zu schwach? Das nächste Mal, nachdem wir aufleveln. Dann haben wir es. Oh, wie nah sind wir? Ziemlich nah. Gehen wir nochmal schnell speichern, bevor ich mich in den Tod stürze. Ray Skywalker kommt damit. Yay! Ja, landet sehr sanft, komischerweise. Ich hoffe, der Typ ist nicht beim Leuchtturm oben. Er wird beim Leuchtturm oben sein, oder? Oh Mist. Warum rede ich manchmal? Fighten die zwei? Die fighten. Dann gehen wir den Sieger rausholen dann. Oh. Mach dann. Ray, kümmere dich drum, bitte. Okay, doch. Was habe ich mir da für einen Trank reingezogen? Das war kein Heilungstrank. Ray, warum nimmt die Pelzratte keinen Schaden? Ich weiß gar nicht, was ich für Tränke ausgerüstet habe. Wow. Das ist total daneben. Ray, mach Schaden an Pelzratte. Gute Arbeit, Ray. Ray? Komm schon, Ray. Mach die ganze Arbeit für mich. Oh, was für ein Feigling ich bin. Oh, er ist sicher ganz oben, oder? Ich heile gar nicht. Egal. Ach, ich lüge. Ich heile doch. Rohes Fleisch, Apfel, Trockenfleisch. Der ist doch ganz oben wahrscheinlich. Ja, natürlich. Oh. Da brauchen wir uns gar nicht damit anlegen. Jetzt kann ich wieder einen Weg rauffinden. Habe ich das Teil gelootet hier? Ja. Ja, okay.
Rohes Fleisch, total wert. Sie. Da ist die Stiege. Was habe ich da für einen Trank ausgerüstet? Da ist was Fettes. Bitte bringt mich nicht um. Oh, oh mehr. Ich kann sie alle zu Ryder locken. Das würde dem sicher gefallen. Irgendwas. Und verbrauchte Verbandstasche. Okay. Richtung Leuchtturm. Ich hab's weit geschafft. Da zum Speichern. Das wird wieder eine längere Folge. Die Mission machen wir. Oh, Pelzratte. Jetzt gehen wir. Ich kümmere mich darum. Gute Arbeit, Ray. Oh, nice. Oh. Das schaut nach einer Loot-Zone aus. Das schaut nach einer Todeszone aus. Da brauchen wir uns gar nicht anlegen mit dem Typen. Wir sind... Oh! Was zum Teufel? Was wollt ihr hier von mir? Was wollt ihr hier von mir? Das ist ein riesiger Goliath. Ich weiß nicht, durch welche Gegner sie mich da durchschicken wollen. Wie komme ich darüber? Liegt da kurze Loot versteckt? Schlechter Zeit. Okay. Was habe ich getan? Da ist es. Nicht unwahrscheinlich, dass Leo versucht, bei den Jungs hier eine große Nummer zu werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn freiwillig rausrücken. Niemand in dem Bau da wird uns irgendetwas freiwillig geben. Vermutlich. Dann wissen wir wenigstens, worauf wir uns einstellen müssen. Okay. Wo sind wir? Oh, nein! Wo war meine alte Mission? Nein, da war... Kriegeverlust. Oh, verdammt. Verdammt! Hallo Jungs. Ich hab wieder zu viel mit Ray getratscht. Oh. Ich will gar nicht ins Wasser. Nein. Folge ist schon zu lang. Keine nutzlosen Fights. Wie viele Gegner schickt sie mir da in den Weg? Die Überbosse sind da und dann noch Pelzratten dazwischen. Oh. Hier könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Haben wir, wenn ich nicht da. Stell dir mal vor, das Ding wäre eine dicke, fette Zigarre. Mit so einem Prügel könnte sogar ich den Sonnenuntergang genießen. Seid ihr Freunde oder Feinde? Und wieder ein Idiot, der uns ins Netz gegangen ist. Freunde. Viel ist nicht an dir dran, aber es reicht für die Nachspeise. Was läuft hier? Wir hacken dich in mundgerechte Stücke. Das läuft hier. Dich mache ich lang.
Huhuhu. Komm schon, Drohne. Mach was. Jo. Drohne. Ups. Den Fight können wir schaffen. Wir können den Fight schaffen. Ich habe sein Leben gesehen, das schaffen wir. Muss nur die richtigen Sachen mal aufrüsten. Oh! Granaten. Granaten. Die Drohne ist nutzlos. Ich glaube, ich habe Elex-Tränke unabsichtlich. Wo sind Heiltränke? Hier. So. Das reicht. Huh. Schau, schau, schau. Das machst du nicht noch einmal. Ah, glaubst du? Oh je. Das machst du nicht noch einmal. Ja. Wir brauchen einfach alle Granaten auf, die wir haben. Alle Granaten werden aufgebraucht. Oh. Warum bist du so schwer, Elex? Oh, ei. Okay. Muss jetzt mal tot sein, oder? Und wieder. Was? Wir. Dich mache ich lang! Hat er jetzt wirklich null Leben verloren? Was? Ein Versuch noch. Oh. Sehr schön, Ray. Sehr schön. Oh. Ich glaube, da kann ich die Folge ja ausmachen. Das reicht. Okay. Wie viele Granaten haben wir noch? 3 Stück. Oh, hat die Drohne was gemacht? Oh. Oh, okay, einer noch. Komm schon, Ray. Ich mach das. Ja, gut, dass ich gespeichert habe. Na gut, dass ich gespeichert habe. Das machst du nicht noch einmal. Ray, komm schon, Mann. Wird mich da noch wer angreifen? Ja. Oh.
Kannibalen fast in die Falle gelaufen, was, Jungchen? Gut, dass sie in dir ihren Meister gefunden haben. Einen Moment länger und sie hätten mich über dem Feuer geröstet. Bitte, gib mir doch auf den Schreck einen aus. Oh. Ich hab gerade nichts bei mir. Macht nix, ich hab ja auch nix, dann sind wir schon zwei. So, jetzt hole ich noch einmal tief Luft und hoffe, dass du wirklich jeden erwischt hast. Du siehst noch nicht so alt aus, darum lass mich dir sagen, früher hätte es eine solch verkommene Bande nicht gegeben. Warum hat es dich hierhin verschlagen? Der Leuchtturm ist schuld, Junge. Leuchttürme üben seit jeher eine große Faszination auf mich aus. Sie sind das Sinnbild für Hilfe und Orientierung, ein Wegweiser in der Not. Weißt du, in meinem Alter hat man genügend Anführer kommen und gehen sehen. Da schlage ich mich lieber auf eigene Faust durch und kratze meine Splitter anderweitig zusammen. Mutig für jemanden in deinem Alter. Vielleicht auch zu mutig. Bevor ich hier ankam, habe ich nicht weit von hier ein paar Schrottsammlern meine Hilfe angeboten. Ihr Auftraggeber verschleißt seine Leute wohl am laufenden Band und da war meine Unterstützung sehr willkommen. Doch dann hat uns des Nachts ein Haufen Kleriker überfallen und auf einen Kampf wollte ich es nicht ankommen lassen. Darum habe ich mich erst einmal zurückgezogen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, nehme ich an. Nein, ich habe mich leider zu einer Dummheit hinreißen lassen. Da ich ohne Nahrung noch älter ausgesehen hätte, als ich eh schon bin, habe ich ihnen heimlich ein wenig Nahrung abgezwackt. Scheinbar erwarten sie keinen Angriff und fühlen sich so sicher, dass ihre Achtsamkeit nachgelassen hat. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ich ihrem Anführer im Schutz der Dunkelheit auch die Waffe abgeluchst hab. Manchmal sind diese alten Knochen noch flink genug für solche leichtsinnige Aktionen. Und bevor du fragst, ich hab mir nicht viel dabei gedacht. Es war einfach zu verlockend. Jetzt ist der Haufen sicher alarmiert und knüpft mich auf, wenn sie ins Jagdhorn blasen. Darum dachte ich auch, der Leuchtturm wäre ein gutes Versteck. Aber du weißt ja, wozu das geführt hat. Gib mir die Waffe des Klerikers. Warum sollte ich sie dir geben? Ich will sie Volk mal wiedergeben. Hältst du das für eine gute Idee? Er ist nur an der Waffe interessiert, nicht an dir. Na schön, du sollst sie haben. Aber gib mir wenigstens ein wenig Elixier zum Tausch. Dann habe ich etwas in der Hinterhand, falls ich mal wieder in Schwierigkeiten stecke. Und dort, hier, okay. Hast du die Splitter. Dann bin ich jetzt an der Reihe. Da, nimm. Gibt es etwas, was man für dich tun kann? Nein, nein. Ich komm schon klar. Verschwende deine Energie nicht an einem alten Knochen wie mir. Das Einzige, woran ich interessiert bin, sind Geschichten. Und ich denke, du wirst mir kaum etwas erzählen können, das ich noch nicht weiß. Ich habe außerdem keine Zeit zu verlieren. Du siehst auch eher so aus, als wärst du ein Mann der Klinge und nicht der Worte. Darum will ich dich nicht weiter aufhalten. Ende. Auch Ende der Episode. Tschüss.